Und damit herzlich willkommen zurück in Planet Coaster und wir sind immer noch dabei, unsere Schlittenfahrt hier zu gestalten. Ich möchte gern mich jetzt mal um die Q-Line kümmern, damit wir schon mal wissen, wo die hinkommt. Und zwar sollte sein der Eingang hier schön mittig. Ausgang könnte theoretisch hier mit rein, der snappt da auch ganz gut hin. Und was die Q-Line angeht, möchte ich gern auf dem Grid bauen. Naja, wobei das geht jetzt ja noch nicht. Welche nehmen wir denn? Ich würde sagen hier Holz. So, Select Grid. Dann möchte ich gern. Wie weit kann ich denn hier ran? So weit. Das sollte okay sein. Das geht sich aus. Und dann brauchen wir noch einen normalen Weg. Der, haha, ja, gut. Das geht sich nicht aus. Da muss ich den dann nochmal ein bisschen verschieben. Das geht. Oh, ne, so war das nicht gedacht. Wie könnte ich, wenn ich den Eingang schön hier außen hinsetze, erstmal ein bisschen Wege wegmachen hier und dann den Eingang in die Ecke setze. Quatsch. Wege. Q-Lines. Und zwar hier hin und dann schön auf den Grid bauen. Jetzt ist das Ganze natürlich ein bisschen verschoben. Deselect und so, jawohl, das geht auch. Können wir hier in die Mitte noch was reinsetzen. Das können wir uns gleich mal gestalten. So, Custom, aber bitte erstmal in Gebäude. Denn ich möchte hier tatsächlich ein zusammenhängendes Gebäude haben. Da irgendwie was Flaches, jawohl. Haben wir. Aber da könnte ich auch von hier aus reingehen. Ein Slope Flat. So. Eventuell auf die Höhe, ja. Das geht soweit klar, aber hier mal auf 2 runter. Dass wir das alles ein bisschen einfassen hier. Kann ich hier sinnvoll was drüber bringen. Naja, höchstens auf der Höhe hier. Da verbasteln wir uns aber teilweise den Eingang, denke ich. Na, mal schauen. Huch. Schön daneben platziert. Ja, wobei es geht eigentlich noch. Ich möchte auf jeden Fall das wäre die Höhe.
Also ich weiß nicht, aber es sollte eigentlich, ja, ich denke schon, dass das klar geht, weil hier kann man trotzdem noch reingucken. Wenn ich jetzt hingehe. Sowas in der Art habe ich gesucht. Da möchte ich nämlich gern. Ja. So. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Einmal nach oben hier bitte. Da richten wir das nämlich da aus. Ist das halbwegs mittig hier? Scheint mir so, wenn ich jetzt hier auf Snapping gehe, 30 Grad eventuell. Das sieht ganz gut aus. So, jetzt gehen wir nach unten. Die Frage ist, wie weit? Müssen wir erstmal auf die Höhe. Und einmal schön hier rundherum. Und dann gucken wir mal, dass wir uns das ganze Gebilde hier mal selektieren können. Das ist natürlich jetzt so nicht möglich. Da markiert er mir das ganze Dach mit. Hätte ich mir eigentlich denken können. So. Und das ganze Teil holen wir uns jetzt erstmal hier raus. So. Dann möchte ich gern. Wo haben wir es denn? Stopp. Warte mal. Vorwärts. Ich glaube, ich habe jetzt. Ja, ich habe es wieder reingestellt. Ich habe es ja nicht draußen hingebaut. Ich hält. Also nochmal alles selektieren. Und da ist mir Planet Coaster doch tatsächlich das erste Mal abgestürzt. Ihr seht schon, ich habe jetzt den letzten Autosave geladen. Hier fehlt jetzt ein bisschen was. Das ist sehr schade. Trotz dessen. Ja, probieren wir das einfach alles nochmal. ja. Nützt ja nichts. Also, Eingang, schön in die Ecke. Ausgang, direkt daneben. Und dann Wege und Q-Line. Und ab aufs Grid. So. Ja, ich weiß ja in etwa, was ich machen wollte. Sollte sich schon ausgehen. So. Dieser Grid. Wir machen einfach mal den Eingang hier an die Stelle. Mal schauen, ob das sich vielleicht sogar ein bisschen besser ausgeht. Und dann schön hier geradeaus raus. Ich denke, mehr Q-Line werden wir hier gar nicht brauchen. Okay, so. Gebäude editieren. Danke. So, auf 2 Meter runter am besten und die Höhe auch runtersetzen. Und dann Custom. So, wir filtern wieder nach Festive Theme.
Und nach Dächern erstmal. Halt, das Dach hier, bitte. Danke. So. Wird dann natürlich jetzt ein bisschen anders aussehen, ganz klar. Wir könnten dann natürlich jetzt sagen, ein Snapping bitte. Ist nicht ganz exakt ausgerichtet. Oh. Ist nicht ganz exakt ausgerichtet, aber sollte schon klar gehen. Na, sag mal, ah, so erkennt man es besser. So, wenn wir. Ich erwische aber auch immer wieder einen falschen. Muss das jetzt mal hier doch ein bisschen ausrichten noch. Das ist ja nervig. Ja, so sollte es halbwegs hinkommen. Dann nutzen wir die nämlich einfach als Säulen. So in etwa. Dass wir hier mal ein bisschen vorankommen. Und hier rüber. Genau da. Und dann noch hier vorn. Und hier außen brauchen wir noch eins. Dann müssten wir das hier auch noch mal ein Stückchen rausschieben. Ansonsten sieht das seltsam aus. So. Dann haben wir unsere Stützstruktur für unser Dach, was davor kommt. Und zwar so, dass es nicht durchschaut. Da müsste man hier einmal noch nach außen gehen. Dann haben wir hier in der Mitte natürlich ein Gap drin. Eventuell. An die Stelle. Ja, wieso eigentlich nicht? Ist ja im Prinzip völlig egal, wo das jetzt ist. So, hätten wir das und dann können wir uns hier noch. Ja, ist ein bisschen kurz. Wie sieht es denn aus, wenn ich das hier nehme? Und hier als Geländer davor setze. Das sieht nicht so übel aus.
Kann man durchaus machen. Inne vielleicht jetzt nicht, aber außenrum definitiv. Ah, dann drehen wir uns das noch mal komplett. Noch mal ausrichten wahrscheinlich, obwohl es geht schon halbwegs hin. Ich meine, das muss ja nicht so exakt sein. Soll ja mal einen handgemachten Zuckerguss darstellen. So. Gut, und dann auf jeden Fall hier oben nochmal entlang ziehen. Das passt mir ganz gut dahin. Und hier hoffentlich auch. Und dann einmal drehen das Ganze. Ein Stück vorholen. So, dann brauchen wir aber auf jeden Fall noch ein paar schöne Dekorationen. Oh, leer. Walls. So, auf jeden Fall noch ein paar schöne Dekorationen für. Oben. Ja, das. So. Sieht es denn aus? Kriegt man das hier schön rein? Ah, das ist ein bisschen. Das könnte man nehmen, das sieht doch ganz gut aus. Hier vielleicht nicht, aber da wieder. Na, wenigstens ein bisschen mittig platzieren. Okay. Können wir das hier noch irgendwie ein bisschen verstecken? Das war jetzt einmal verkehrt rum gedreht. Einmal so und einmal. Nee, doch. Hä? Achso. Ja, so. So, einmal dahin und dann wieder ein bisschen zurück und bis das passt. So. Okay. Das ist natürlich jetzt nicht ganz mittig über diesem Eingangsweg, aber das geht schon so weit. So, jetzt gehen wir mal aus diesem hier raus. Welches probieren wir? Was ist denn das? Ach so, das ist auch Tür, ne? Aber das könnte man durchaus auch direkt so platzieren. So ein bisschen wie als wäre es gepflastert hier.
Okay. Und dann vielleicht in der Mitte noch. Ich weiß nicht. Haben wir was, was gleichmäßig ist? Hier haben wir doch Pflaster. so. Okay, das ist ein bisschen schräg noch. Verzieht sich jetzt natürlich ein bisschen nach links, aber ich lasse mich davon jetzt mal nicht ärgern. Okay. Hätten wir unsere Front soweit erstmal grob. Was haben wir hier noch? Das ist auch beleuchtet, oder? Das guckt jetzt ein bisschen vor. So schon eher. Ne? Bleib mal bitte so ausgerichtet. Das setzt sich jetzt gerade immer wieder ein bisschen zurück. Naja, ist aber nicht so schlimm. Können wir immer wieder ausrichten. Geht ja relativ zügig mit den Tools, die wir hier haben. Das ist doch gar nicht so übel. Der ist aber sehr groß. Small, ja. Das schon eher. Das könnte dann durchaus hier dazwischen. Es geht zwar immer weiter als Geld aus hier, aber tja. Sollten wir vielleicht trotzdem erstmal gucken, dass wir tatsächlich jetzt den Rest hier der Strecke noch ein bisschen thematisiert kriegen, bevor wir da hier in Geldnöte kommen. Schaue ich nochmal meine Blueprints rein. Was haben wir hier? Gingerbread Shop. Na, der könnte eigentlich hier direkt daneben landen. Damit wir hier auch ein bisschen was verkaufen hier oben. Was ist denn das für ein Shop? Pipshot Juice. Aha. Die hätte ich gern gesynkt. Und dann machen wir mal alles auf 7. Und dann kriegen wir doch hier oben ein richtig schönes Gebiet hin. So, da müssten wir hier aber vielleicht noch ein bisschen das verkleiden, weil das sieht so nicht schön aus. Hier haben wir nochmal ein Festive Gingerbread House. Es geht uns das Geld aus. Also wir müssen das Teil hier auf jeden Fall jetzt erstmal aufkriegen. Auch wenn es noch nicht ganz so optimal läuft. Beziehungsweise, was heißt nicht optimal läuft? Es ist einfach, wenn wir hier mal in der On-Ride-Perspektive gucken, ja, noch ziemlich leer, ne? Aber die Testfahrt können wir natürlich trotzdem gern mal eine Runde mitmachen. Ja, da brechen wir uns ja auch nichts ab.
Ah, hier kommen wir an unserem fast einzigen Deko-Objekt vorbei. Aber man kann sich schon vorstellen, wenn das dann fertig ist, ne, sieht das schon recht gut aus. Das gibt eine schöne Familienthemenfahrt. Wir müssen natürlich die Brücke noch ein bisschen schön machen. Das wird alles noch ein bisschen Arbeit. Und ich darf bei meinem ganzen Dekorieren ja auch nicht vergessen, dass wir uns immerhin noch in einem Szenario befinden. Vielleicht sollte ich doch als Zweitserie von Planet Coaster wieder ein paar Timelapses machen. Und ich habe da auch schon was im Hinterkopf, was ich machen könnte, wo ich richtig Lust drauf hätte, wo ich aber erstmal probieren muss, ob das praktikabel ist für mich, ob ich persönlich das umsetzen kann. Hier drin können wir eigentlich auch noch ein bisschen Gestaltung machen. Oder wir lassen es hier drin einfach ein bisschen schneien. Es gibt ja auch die Möglichkeit, FX zu platzieren, wo so ein bisschen fallender Schnee ist und so. Und dass wir hier ein paar Trigger reinsetzen. Und so ein paar Lautsprecher vielleicht. Aber an sich finde ich das Ganze schon nicht so daneben. Auf jeden Fall eine witzige Angelegenheit. So, wir müssen nur mal gucken, wie viele Fahrzeuge wir hier auf die Strecke kriegen können. Das hier ist natürlich cool, ne? Dieses Schokoladendörfchen. Kriege ich gleich Hunger. Verdammt, ich bin doch auf Diät. Ach, sowas. Hehe, cool. Auf jeden Fall eine sehr coole Sache. So. Ja. Testergebnisse eher mittelmäßig, aber wir müssen das Ding aufkriegen und wir verlangen hier mal 7. Anfangs mal gucken, ob das was bringt. So, Number of Cars. Wie viel nehmen wir denn mal? Der fährt eine Weile. 8 Wagen vielleicht auf der Strecke verteilen. Ob sich das ausgeht. Ich beschleunige mal ein bisschen hier. Wir scheinen aber im Großen und Ganzen doch zu verdienen. Ja. Okay, da können noch deutlich mehr drauf, wie das aussieht. Zwölf vielleicht? Any Load. Wobei wir mindestens 60 Sekunden warten. Nee, da warten wir mal nur 20 Sekunden. Hier, das setzen wir runter auf 0. Und Don't Block Station, ich weiß nicht. Ja, könnte man machen. Can increase. Okay. Na gut. Das sollte aber so passen. % Q-Lane Rating und öffnen. Und da kommen sie reingeströmt. Jawohl. Laden wir denn auch Fahrgäste, weil hier auf Don't Block Station steht, nicht, dass das hier jetzt in die Hose geht. Ah, jetzt. Okay, jetzt geht's los hier. Da kommt auch schon wieder ein Wagen. Oh! Jawoll! Sehr schön. Wir haben unsere mittleren Ziele erreicht. Und die Gäste strömen nur so herein hier. Das fetzt. Das macht Spaß. Haha, wunderbar. Aber irgendwie das mit diesem Don't Block Station funktioniert nicht so gut, glaube ich, habe ich so das Gefühl. Das nehme ich mal wieder raus. Damit wir hier ein bisschen was abgearbeitet kriegen, weil ich glaube, sonst wird das nichts hier.
Mindestwartezeit vielleicht mal auf 15 Sekunden runternehmen. Da können die direkt da losfahren. Okay, nee, ich muss ein paar Wagen rausnehmen. Ich sehe es schon, es staut sich ein bisschen auf. Gerade beim Entladen und dann wieder Beladen, da staut sich es definitiv ein bisschen auf. Ich gehe mal auf Test zurück. Vielleicht tatsächlich auf 9 Wagen runter oder so. Müssen wir dann mal gucken, ob sich das besser ausgeht. Muss er natürlich erstmal wieder eine ganze Runde rumfahren. Weil mit diesen Abläufen habe ich mich so intensiv noch gar nicht beschäftigt gehabt, muss ich ehrlich gestehen. Das war ja in RCT3 auch schon so. Da habe ich mich ein bisschen mit dem Timing mal beschäftigt gehabt. Aber hier ist es natürlich ein anderes Timing, ne? Ganz klar. Und da kommt der erste zurück. Und da können wir ja öffnen. Wunderbar. So. Und dann sollten unsere Gäste wieder hereinströmen. Reputation, Q-Line Scenery ist 100% und Prestige fast 5 Sterne, jawohl. Das ist doch gut. So, dann müssen wir mal gucken, wenn dann B und Entladen ist, ob sich's hier aufstaut oder ob sich das hier in Grenzen hält. Und da kommt schon wieder einer. Hier, entlad mal. Beladen. So, und wieder entladen und beladen. Es staut sich immer noch ein kleines bisschen auf, glaube ich. Acht Wagen wären wohl besser gewesen. Ja, nee, da muss tatsächlich trotzdem. Gehen wir mal vorsichtshalber auf 7 runter. Das nützt alles nichts. Sonst wird das zu eng hier. Und dann haben wir dann einen riesen Stau hinten dran. Muss ja auch nicht sein. Was war jetzt Overflowing? Habe ich das nicht ganz mitgekriegt? Irgendwas war jetzt hier Overflowing. Bins. Okay. So. Eröffnen. Gut, also das bedeutet, wir müssen uns mal wieder ein bisschen um Management-Geschichten kümmern. Wie sieht es denn aus bei unserem Staff? Oh, ja, wir haben nur noch hier. Also, Happiness ist gut, bei dem aber so gar nicht. Den trainieren wir mal. Die trainieren wir alle mal. Dann müssten wir den hier vielleicht auf 300 erhöhen. Den hier ab sofort 150 zahlen für Level 2, würde ich sagen. Und den hier 180 für Level 2. Mal gucken, ob das dann besser läuft. So. Und dann brauchen wir wahrscheinlich trotzdem noch mal ein paar neue. Stellen wir mal noch 2 ein. Ausbilden können wir die jetzt noch nicht, denke ich. Na gut, wir werden sehen. Gucken wir mal, wie sich das ausgeht. Eventuell auch noch einen neuen Mechaniker. Da haben wir ja auch nur einen. Und je mehr Fahrgeschäfte wir haben, desto wichtiger werden die ja. So, wie sieht's denn jetzt aus? Ach Quatsch, nicht Blueprints, sondern mit unserer Forschung. Ach, wir können das alles schon. Ja, toll, jetzt weiß ich auch, warum wir wieder ordentlich Geld verdienen. Wir forschen gar nicht mehr. So, back to the 80s. Was ist denn da drin? Der Equalizer. Okay, das ist ein Hypercoaster. Never
Hyperspin. Ah, okay. Und ATMs. Wunderbar. Gut, was könnten wir denn jetzt erforschen hier? Taking a Stand. Und das wäre ein Stand-Up-Coaster. Ich hätte eigentlich gerne den Junior-Coaster. Carousel into the Sky. Und hier, Backbone of the West. Thrill Ride. Vielleicht erstmal Shop Brands. Damit sich da ein bisschen was tut. Okay, also könnte man jetzt eigentlich weitermachen hier mit Dekorieren. was haben wir hier? Festive Gingerbread House. Das ist schön. Hä? Zur Orientierung da hinten, das Ding oder was? Das ist aber ziemlich groß. Wäre schon fast, wobei hier dazwischen würde es eigentlich reinpassen. Wir müssten es nur sinnvoll platziert kriegen. Das ist nämlich jetzt mit diesem riesen Ding da hinten. Ich baue das einfach mal hierher. Editiere mir das mal und nehme hier mal den ganzen Kram hier weg. Dann. Und jetzt verschiebe ich das Teil. So. Macht das Sinn, das hier reinzupacken? Und vor allem, wie rum? Es passt dann wahrscheinlich nur gerade so hier irgendwo rein. Das ist sehr, sehr groß. Wir könnten es aber hier herstellen. Ja, wieso eigentlich nicht, wenn wir dann hier außen rum noch ein bisschen was platziert kriegen. Festive Gingerbread House. Da können wir sogar durchfahren. Oder auch nicht. Warum nicht? Ach so, deswegen. Deswegen nicht. So würde es gehen. Ja, das ist doch schön. Das kann man durchaus durchgehen lassen. So, das ist ein Shop. Das ist ein Haus. Das ist ein Haus. So, das hier. Also, das, was ich am Blueprints hatte, haben wir jetzt verwendet. Tja. Aber auf jeden Fall hier, unser kleiner Dark Ride läuft. Und scheint auch sehr beliebt. Das fetzt. Das ist sehr schön. Wir müssen aber trotzdem gucken, dass wir hier irgendwie mal attraktionstechnisch aus die Pötte kommen. Und da müssen wir uns in der nächsten Folge nochmal ordentlich Gedanken zu machen. Gut. Diese ist wieder relativ lang geworden, auch durch den Crash. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Beziehungsweise meinem Rechner oder Planet Coaster. Es kann passieren, nützt ja nichts. Müssen wir jetzt mit leben. Und ich verabschiede mich dann bis zur nächsten Folge. Wünsche euch eine gute Zeit. Ich bin Danny, ich bin jetzt raus hier. Bis dahin, haut rein.